Keine Partei hat Maßnahmen ausreichend für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Deswegen reicht es logischerweise nicht, dass nur wählen gehen. 2020 wurden über 200 Aktivistinnen ermordet aufgrund ihres Engagements für Klima- und Umweltschutz. Und dass trotzdem diese Bewegung wächst und nicht an diesen Widerständen, die ihnen aber irgendwie entgegengestellt wird, scheitert, sondern genau sagt irgendwie jetzt erst recht und wir kämpfen weiterhin dafür. Das ist das, was mir Hoffnung gibt. Wenn man die Bundestagswahl von heute mit der von 2017 vergleicht, dann sieht man, die Erderwärmung, der Klimawandel ist das große Thema geworden, aber vielleicht nicht ganz so groß, wie man erwartet hätte. Die Corona-Krise ist da dazwischen gegrätscht und mittlerweile sind es viele Themen, die miteinander konkurrieren. Fridays for Future versucht mit einem großen Klimastreik am Freitag doch noch das Klimathema auf der Agenda ein bisschen weiter nach oben zu setzen. Und wie das funktionieren soll, das erklärt uns heute Carla Remsma. Sie ist eine der Sprecherinnen von Fridays for Future und darüber möchten wir heute gerne reden. Ich grüße dich. Herzlich willkommen hier im Wahlcamp, Carla. Hallo. Willst du ein bisschen erzählen, was passiert am Freitag? Am Freitag streiken wir wieder weltweit in Deutschland, in Berlin für Klimagerechtigkeit und fordern die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Wir erleben gerade, dass wir mit den Klimazielen, die unsere Politikerinnen und Politiker verabschiedet haben, mit den Maßnahmen, die sich ausgedacht werden und beschlossen werden, auf eine Erderhitzung von über 3 Grad zusteuern. Und das bedeutet eine katastrophale Zerstörung unserer Lebensgrundlagen, Klimakatastrophen, die wir uns gerade noch gar nicht vorstellen können, und eben auch eine drastische Verschärfung von globalen und sozialen Ungerechtigkeiten. Und weil wir das nicht länger hinnehmen wollen, weil wir eine Zukunft für alle haben wollen, in der Menschenleben und Umwelt vor Profiten fossiler Großkonzerne stehen, fordern wir die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und dafür streiken wir am Freitag. Es gibt ja viele, die das nicht für einen Zufall halten, dass der Klimastreik so 2 Tage vor der Bundestagswahl stattfindet. Ist es aber ein Zufall? Es ist tatsächlich ein Zufall. Es ist ein globaler Streiktermin und die werden international abgestimmt von Fridays for Future Gruppen weltweit. Und da war natürlich für einige Gruppen in Deutschland das ein interessantes Ereignis, aber nicht für die mehreren tausend Gruppen, die wir weltweit haben. Da hat sich das einfach aus verschiedensten anderen Gründen ergeben, dass es ein guter Termin ist für alle. Was ist das jetzt aber trotzdem für eine Chance für euch, so kurz vor der Wahl dann nochmal auf die Straße zu gehen? Ich habe für das letzte Politik und Kommunikation Heft mit verschiedenen NGOs auch Lobbyisten gesprochen und gefragt, was macht ihr während des Wahlkampfs? Und die haben eigentlich alle gesagt, in den letzten Wochen vor der Bundestagswahl geht eigentlich gar nichts mehr, weil wir dringen mit den Themen nicht mehr durch. Warum hoffst du, dass das euch trotzdem gelingen könnte? Wir wissen, dass die Klimakrise für ganz, ganz viele Menschen eines der essentiellsten Themen, der politischen Themen ist. 2 von 3 Deutschen sagen, sie sehen darin eine der großen Zukunftssorgen. 8 von 10 Leuten sehen großen Handlungsbedarf der politischen Parteien im Bereich Klimaschutz und fordern auch da eben dieses Handeln. Und weil genau das aber im Wahlkampf teilweise vergessen wird, das plakatieren zwar alle mit Klimaschutz, aber wenn wir uns dann irgendwie die Reden anhören, dann ist es doch ganz häufig auch wieder ein und man spielt soziale Gerechtigkeit und Klima gegeneinander aus. Man spielt Wirtschaft und Klima gegeneinander aus. Dass wir da kein weiter so sehen, dass es doch eben diese gesellschaftlichen Mehrheiten für konsequenten Klimaschutz gibt. Dafür setzen wir eben vor der Wahl nochmal ein ganz, ganz klares Zeichen. Wir geben Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, auch außerhalb von der Wahlentscheidung ein starkes Zeichen zu setzen. Und auch eben dadurch, dass wir ein ganz großes Unterstützerbündnis hinter uns haben, mit Gewerkschaften, mit NGOs, mit zivilgesellschaftlichen Initiativen, mit antirassistischen Initiativen, mit Kirchen und Sportvereinen. Diese ganzen Gruppen, die sich hinter uns versammeln beim Streik und den unterstützen, setzen eben auch ein Zeichen dafür, dass es nicht ein Einzelanliegen oder ein peripheres Interesse ist, sondern dass es eben diesen großen gesellschaftlichen Wunsch und Bedarf nach sozial gerechtem Klimaschutz gibt. Jetzt kommt ja Greta Thunberg, die die Bewegung gestartet hat mit ihrem Schulstreik nach Berlin. Das wird aber wahrscheinlich kein Zufall sein, oder? Ich habe nicht mit ihr gesprochen, dazu kann ich tatsächlich nichts sagen. Okay, aber glaubst du, dass es ein Zufall ist? Ich will da jetzt nicht auf ihre Gedankengänge vorwegnehmen, die ich nicht vorwegnehmen kann. Okay, aber glaubst du, dass es euch hilft? Ich glaube, es ist natürlich für viele Leute, die vielleicht überlegt haben zu kommen, sich aber noch nicht sicher waren, auf jeden Fall ein spannendes Argument. Greta hält tolle Reden und ist natürlich für viele Leute auch eine Inspiration. Sowohl für die AktivistInnen, die die Streiks irgendwie organisieren, als auch für die Leute, die kommen, ist das natürlich schön. Jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, dass ja gleichzeitig in Berlin auch der Marathon stattfindet, dass der Berlin-Marathon tatsächlich auch schon zeitlich sehr weit vorher großräumig abgesperrt hat. Inwieweit hat das eure Planungen jetzt beeinflusst oder auch erschwert? Das
hat die Planung in Berlin natürlich insofern erschwert, als dass die Routenplanung, wo kann man Kundgebung machen, durch den Marathon nicht ganz einfach sind, weil eben, obwohl der Marathon am Sonntag stattfindet, am Freitag schon alles gesperrt ist, bestimmte Räume nicht zugänglich sind. Es hätte juristisch die Möglichkeit gegeben, auch dagegen vorzugehen. Hätte man wahrscheinlich auch gewonnen. Am Ende ist die Versammlungsfreiheit eines der höchsten Grundrechte, die wir haben in Deutschland. Haben wir jetzt aber aus verschiedensten anderen Gründen nicht gemacht. Es gibt noch genug andere Plätze im Regierungsviertel. Wir sind jetzt vor dem Bundestag. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Ort, wo man sagen kann, wir machen unsere Anliegen nochmal genau bei den Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern hörbar und sichtbar, die am Ende verantwortlich sind für die Politiken, die in diesem Land stattfinden. Bleibt ihr dann vor dem Bundestag oder zieht ihr dann durch Berlin? Wir starten vor dem Bundestag, ziehen dann durchs Regierungsviertel und enden wieder mit einer zweiten Kundgebung am Bundestag. Was wäre denn ein Ausgang des Klimastreiks, wenn du sagen würdest, das war eine gelungene Aktion? Also sowohl was jetzt die Teilnehmerzahl angeht, als auch was vielleicht so das Nachspiel angeht. Ich glaube, das im Vorfeld zu sagen, ist immer ganz, ganz schwierig, sich da ja, so Punkte zu setzen. Natürlich wünschen wir uns, dass viele Berlinerinnen und Berliner kommen und auch in den anderen Städten wir irgendwie rege Partizipation erleben. Was aber genauso wichtig ist, dass der Streik irgendwie selber gut abläuft, dass sich alle Menschen auf dem Streik wohlfühlen. Wir haben extra Hygienekonzepte nochmal auch gerade im Hinblick auf die Corona-Pandemie, dass alle Leute sicher und mit einem guten Gefühl teilnehmen können. Es wird Ansprechpersonen geben, wo Menschen sich hinwenden können, wenn sie sich unwohl fühlen, dass die Ordnerinnen und Ordner irgendwie dafür sorgen, dass alle sich gut fühlen. Das ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Und dann eben natürlich, dass wir durch den breiten Protest nochmal wirklich ein starkes Zeichen setzen. Aber da bin ich mir sicher, dass wir das schaffen werden. Es gibt ja Kritiker, die sagen, geht doch einfach wählen. Warum, glaubst du, reicht das nicht, einfach wählen zu gehen? Wir erleben in diesem Wahlkampf, dass alle Parteien plakatieren Klimaschutz und sagen, sie fordern die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels und stehen dafür, zumindest alle demokratischen Parteien. Gleichzeitig sehen wir aber, dass keine einzige Partei ein 1,5-Grad-konformes Wahlprogramm hat. Keine Partei hat Maßnahmen, die ausreichen für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens. Deswegen reicht es logischerweise nicht, dass wir nur wählen gehen. Und zudem leben wir in einer Demokratie, wo demokratische Partizipation viel, viel mehr ist als nur wählen gehen, einmal alle 4 Jahre, vielleicht noch Landtags- oder Kommunalwahlen. Demokratische Partizipation kann auf ganz vielen verschiedenen Wegen stattfinden, von Demonstrationen, von Streiks, über Petitionen und Volksbegehren, über verschiedene andere Formen der Beteiligung. Und da haben wir uns eben auch eine ausgesucht, zudem noch dazu kommt, dass ja ganz, ganz viele der bei uns Engagierten gar nicht wahlberechtigt sind, dadurch, dass sie eben noch minderjährig sind. Was seid ihr eigentlich für eine Organisation? Seid ihr überhaupt eine Organisation? Wie seht ihr euch selber? Seht ihr euch als Bewegung, als Organisation? Wie viel habt ihr institutionalisiert? Also wer ist eigentlich Fridays for Future? Wir sind eine Bewegung oder ein Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und insofern vielleicht auch eine Organisation, wenn auch nicht rechtlich. Also es gibt keinen Verein, wo man Mitglied werden kann oder so. Keinen legalen Träger, keinen rechtlichen. Jeder, der sich beteiligen möchte, kann das tun, kann zu unseren Treffen kommen, kann dort Aufgaben übernehmen. Genau, also wir sind eine Form von Organisation, wenn auch nicht sozusagen im klassischen juristischen Sinne. Was ist denn deine Aufgabe innerhalb von dieser Bewegung? Ich bin Pressesprecherin, das heißt, ich gebe Interviews, so wie jetzt gerade. Ich mache aber auch viel Pressearbeit im Hintergrund, das heißt irgendwie Pressemitteilungen schreiben, Pressekonferenzen vorbereiten, die Öffentlichkeitsarbeit irgendwie sozusagen auch gerade mit Social Media zusammenzudenken, sich zu vernetzen mit irgendwie Bündnisakteuren, die auch wiederum Öffentlichkeitsarbeit machen, dass man sich überlegt, wie kann man das irgendwie gemeinsam gut koordinieren, aber auch ganz sozusagen die klassischen Streikorganisationsaufgaben, also genau. Da gibt es alles von Plakate aufhängen über für ein Programm sich was überlegen, wer kann denn als Künstler vorbeikommen, zu Banner und Schilder malen, Polizeikontakt irgendwie übernehmen, Versammlungen anmelden. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sozusagen sich einzubringen. Natürlich mache ich das nicht alles, aber übernehme da auch Aufgaben im Bereich der Streikorganisation. Wie bist du in diese Rolle reingewachsen? Oder warum hast du dich dann ausgerechnet da eingefunden? Du hättest ja auch ganz andere Sachen machen können. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen so ergeben. Ich habe in Münster, wo ich studiert habe, die ersten Klimastreiks organisiert. Ende 2018, nachdem ich irgendwie diese Rede von Greta gesehen habe, hat man ein paar Gleichgesinnte gefunden, noch in irgendeiner WhatsApp-Gruppe gesagt, wir organisieren die ersten Streiks. Dann habe ich viele in Münster die ersten Streiks mit organisiert. Und dann, als sich so deutschlandweite Vernetzung aufgebaut hat, war klar, die Aufgabe, da müssen wir uns irgendwie ein bisschen koordinieren. Da habe ich angefangen, mich in der Presse AG, also wir haben Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen,
Gefühl einzubringen, weil es mir irgendwie, ich hatte Spaß daran, mir liegt es, glaube ich, auch auf jeden Fall in einem gewissen Maße. Ich schreibe selber gerne. Und dann hat sich das so entwickelt und genau. Was für Arbeitsgruppen habt ihr? Zu welchen Themen so? Also wir haben deutschlandweite Arbeitsgruppen, zum Beispiel zum Thema Finanzen für unsere Website, für die Social-Media-Kanäle, für die Pressearbeit. Es gibt eine für Rechtshilfe, eine Grafik-AG, die sich um Sticker, Plakate, aber teilweise auch Grafiken auf Social Media kümmert. Dann teilweise zu einzelnen Themen oder im Vorfeld zu den großen Streiks immer noch mal wieder Gruppen, wo sich das abgestimmt wird. Und dann aber auch jetzt in Berlin oder in den anderen Städten gibt es natürlich auch noch mal jeweils Pendants dazu, also Arbeitsgruppen, die sich um die Vernetzung mit anderen Akteuren kümmern, die sich um noch mal die gezielte Ansprache von Schulen kümmern, Gruppen, die mit den Universitäten in Kontakt stehen, Mobi natürlich, also die Mobilisierung hin zu den Streiks, also Plakate, Sticker, Flyern, da die Organisation. Und wie tauscht ihr euch aus? Habt ihr da Messenger-Gruppen oder ein Diskussion oder ein Online-Forum oder sind das auch Präsenztreffen? In den Städten sind es viel Präsenztreffen. Ansonsten deutschlandweit dann Telefonkonferenzen und Messenger-Gruppen. Telefonkonferenzen auch. Ja. Das ist ja also Video. Telko. Okay, ja. Ich dachte, das klingt ja sehr. Am Anfang war es auch die klassische Telefonkonferenz. Das klang sehr traditionell. Zurück nochmal zu der Medienarbeit. Worauf kommt es in der Medienarbeit für Fridays for Future an? Was ist wichtig? Für uns ist wichtig, ich glaube, und das gilt ja für alle Menschen, die Medienarbeit machen, dass wir nicht nur Menschen über uns berichten lassen und über unsere Aktionen, sondern dass klar ist, warum machen wir das? Denn schlussendlich erreichen wir durch Massenmedien ganz, ganz viele Menschen, von denen wir wissen, dass viele auch, und das hat man ja auch in den vergangenen Jahren gesehen, die Zustimmung zum Klima, zu mehr Klimaschutz oder überhaupt die Relevanz des Themas ist enorm gestiegen durch die Stärke der Klimagerechtigkeitsbewegung, die nicht nur Fridays for Future ist, sondern ja auch andere Gruppen. Und das aber auch sichtbar zu machen in einem öffentlichen Diskurs und zu sagen, hier sind Menschen, die setzen sich genau dafür ein und es gibt Möglichkeiten, sich einzubringen. Das ist was, was für uns natürlich irgendwie essentiell ist. Und dann natürlich in der Frage der Diskurse erleben wir, dass sich teilweise seit Jahrzehnten die Fragen nicht so richtig geändert haben und so klassische Erzählungen von Klima versus Wirtschaft, Klima versus soziale Gerechtigkeit immer wieder aufgemacht werden. Obwohl es einfach schon wissenschaftlich widerlegt ist, dass das gar nicht stimmt und dass das nicht die essentielle Frage ist, sondern dass es immer eine Frage des Wie ist und nicht des Ob. Und genau da einzugreifen und das sichtbar zu machen, dass es diesen breiten gesellschaftlichen Wunsch nach mehr Klimaschutz gibt, der sozial gerecht ist. Dass es eine Wissenschaft gibt, die teilweise viel, viel weiter ist, als es die politischen Parteien in ihren Forderungen sind und die ganz klar sagt, wir müssen spätestens 2030 aus der Kohle, obwohl gleichzeitig noch große Teile der Parteien darauf beharren, dass 2038 eine gute Jahreszahl ist, obwohl damit klar ist, wir können die eigenen Klimaziele nicht einhalten. Was ist denn, du sprichst ja so wissenschaftlichen Konsens oder wissenschaftliche Ergebnisse an. Wie informierst du dich da? Liest du da richtig Fachpublikationen oder ist das dann zum Beispiel diese AG Wissenschaft bei euch, die das vielleicht aufbereitet? Also wie versuchst du, aktuelle Zahlen, neue Ergebnisse der Wissenschaft dann auch zu integrieren in deine Arbeit? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Teilweise über manche Dinge wird ja auch sozusagen in breiten Massenmedien berichtet. Das ist natürlich eine Hauptinformationsquelle. Gleichzeitig irgendwie, wir stehen im sehr engen Kontakt mit den Scientists for Future und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich eben ganz, ganz viel mit der Klimakrise auseinandersetzen, die uns auch darüber informieren können. Irgendwie, hier ist jetzt eine neue Studie, das sind die drei Kernpunkte. Oder oft gibt es hier dann ein Abstract oder ein Fazit, eine Konklusion, die man dann lesen kann, ohne 150 Seiten Studie irgendwie geben zu müssen. Genau, es ist, glaube ich, eine große Spannbreite von irgendwie teilweise Fachliteratur zu genau, klassischer, also normalen Massenmedien. Und wir haben eben eine AG, die sich auch teilweise damit auseinandergesetzt, nochmal genau sowas aufzuarbeiten und dann irgendwie die Erkenntnisse, die sie irgendwie aufgearbeitet haben, natürlich auch teilen mit Leuten, die öffentlich. Wie bereitest du dich dann auf so Interviewsituationen vor? Ich habe jetzt gemerkt, bei einer früheren Antwort hast du ja auch gesagt, irgendwie 8 von 10 Leuten sagen, also du bereitest ja auch Zahlen dann vor. Was ist besonders überzeugend nach deiner Erfahrung, wenn du in so Gesprächsinterview, vielleicht auch Streitgesprächssituationen gehst, um deinen Punkt besser zu verargumentieren? Also grundsätzlich merkt man, dass hier gerade zu Beginn, das hat, glaube ich, ein bisschen abgenommen, einfach aufgrund des Alters und dass wir sehr viele auch junge Frauen irgendwie haben, die öffentlich auftreten, grundsätzlich eine gewisse Kompetenz abgesprochen wurde und wirklich sich sehr hart arbeiten wurde, hey, nein, die Leute haben doch Ahnung.
Das heißt, ein breites Wissen über verschiedenste Themen ist irgendwie ganz, ganz essentiell, um klarzumachen, so, dass die Menschen, die hier auf der Straße sind, die sind sehr informiert und wissen, was sie tun und warum sie das tun. Das ist so eine Grundvorbereitung, die sich aber auch so ein bisschen aus meiner Arbeit einfach die letzten Jahre ergeben hat. Natürlich sammelt man Wissen an. Und dann, je nachdem, was für Themen es sind, natürlich nochmal eine konkrete Vorbereitung. Wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat ein Streitgespräch, wo es um mit einem NRW-Landespolitiker nochmal, dass man nochmal genau guckt, okay, was ist da in den letzten 2, 3 Jahren politisch passiert. Aber ich glaube, es unterscheidet sich jetzt nicht von von Vorbereitung von anderen Leuten auf Interviewsituationen. Bereitest du dich da alleine auf sowas vor oder hast du auch Hilfe? Nee, wir haben ja die Presse, also eine Arbeitsgruppe, die sich um Pressearbeit kümmert. Und weil klar ist, dass die Menschen, die Presse sprechen für eine Bewegung, ja nicht als Einzelperson auftreten, sondern für viele sprechen, erarbeiten wir auch genauso was auch in der Arbeitsgruppe, dass man nochmal sagt, hey, was sind irgendwie wichtige Punkte, die genannt werden müssen? Hat noch jemand irgendwie interessante Studien oder Fakten dazu? Damit klar ist, man spricht ja nicht für sich als Einzelperson, sondern als Vertreterin von eben einer ganz, ganz großen Bewegung. Diese Respektlosigkeiten, die du gerade angesprochen hast, also gerade gegenüber jungen Frauen in so einem politischen Diskurs, hat das eher in Kommentarspalten stattgefunden oder hast du auch richtig in Gesprächen, in Sendungen erlebt, dass du da anders behandelt worden bist? Sowohl als auch. Also in Kommentarspalten ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Form von sehr offensichtlichem Hate, der gerade jungen Frauen entgegenkommt, der natürlich jetzt nicht irgendwie in einer öffentlichen Sendung sozusagen auf der Form ausgeübt wird, aber dass wir gerade zu Beginn eben sehr viel hatten, dass Leuten die Kompetenz und das Wissen abgesprochen wurde, dass es hieß, jetzt studiert ihr doch erstmal alle zu Ende und dann werdet alle Ingenieure und dann, was soll das eigentlich? Was total verkennt, dass irgendwie sozusagen erstmal Protest eine legitime Form der demokratischen Partizipation ist und wenn viele mitmachen, man den Leuten vielleicht auch zuhören sollte. Das hat man schon erlebt, aber das war natürlich nicht dieser offensichtliche, oft auch irgendwie sexualisierte Hate, den gerade junge Frauen irgendwie online dann vermehrt abbekommen. Erfahrung mit Profipolitikern, das ist ja, also jetzt gerade, wenn man sich die Trielle auch anschaut und dann, ich will jetzt keine Namen nennen, aber da kommt ja doch die ein oder andere Floskelmaschine vor die Kamera. Wie frustrierend ist das, mit denen zu diskutieren und gibt es da auch irgendwelche Techniken, um die vielleicht doch ein bisschen aus der Reserve zu locken? Also natürlich ist es teilweise frustrierend, wenn man dieselben Antworten, die gar keine echten Antworten auf die Fragen, die gestellt worden sind, immer und immer wieder hört. Und auch offensichtliche Falschinformationen. Das ist, glaube ich, mit das Erschütterndste eigentlich sozusagen, wie viel gerade im Bereich Klima, was nun mal aufgrund der physikalischen Natur der Sache ein sehr faktenbasierter Diskurs notwendig und möglich wäre, wie viel Falschinformationen dann doch immer und immer wieder verbreitet werden, denen man gerade aber vielleicht als Person, die irgendwie als Aktivistin auftritt, gar nicht unbedingt was entgegensetzen kann. Wir haben es gerade erst vor ein paar Tagen erlebt, wo bei Anne Will jetzt kurz vor der Wahl eine Sendung gelaufen ist, wo sich alle Parteien nochmal explizit zum Klima, es war eine komplette Sendung zum Klima, alle demokratischen Parteien waren eingeladen, aber keine einzige Wissenschaftlerin, kein Wissenschaftler. Die Redaktion kann in der Schnelle der Zeit gar nicht irgendwie vielleicht einen Faktencheck zu jeder Aussage machen, aber es wurden wieder und wieder Falschinformationen irgendwie gesagt, wo man einfach sagen muss, okay, das müsste man jetzt hier einordnen und mal sagen, das klingt zwar irgendwie nett, wir wollen technologieoffen sein beim PKW und irgendwie vielleicht auch synthetische Fuels und Wasserstoffe zulassen, dass sich alle Ingenieure und Ingenieurinnen einig sind, dass es total Quatsch ist, im Bereich der Privat-PKW darauf zu setzen und dass das wirklich so eine Illusion ist, die irgendwie davon ablenken soll, dass man nun mal bestimmte Wege irgendwie einschlagen muss und dass bestimmte Maßnahmen braucht. Diese Einordnung hat total gefehlt, obwohl das darüber wissenschaftlicher Konsens fehlt. Und es gibt immer und immer wieder genau diese Beispiele. Und das ist was, was, glaube ich, sehr frustrierend ist und wo sich auch Redaktionen fragen müssen, wie kann man einen Diskurs ermöglichen, der faktenorientiert genug ist. Natürlich, es muss einen Diskurs geben, eine Debatte über die richtigen Maßnahmen, aber man muss sie auch faktisch einordnen und nicht irgendwie sozusagen Leute miteinander diskutieren lassen auf einer Grundlage, die gar nicht eine tatsächliche Grundlage ist. Gibt es denn irgendein Gesprächsformat oder ein journalistisches Format, wo du das Gefühl hattest, ja, das wird dieser Aufgabe gerecht und da kann man nicht sozusagen einfach irgendwas rausblubbern, was vielleicht gar nicht stimmt, indem man vielleicht die Parteien ein bisschen besser auf den Prüfstand stellen könnte? Hast du irgendwas gesehen, was dir da Hoffnung macht? Müsste ich nochmal verlängert drüber nachdenken? Aber habt ihr selber vielleicht nachgedacht, sowas mal zu machen? Es gibt ja manchmal auch Verbände, die laden
zu Podiumdiskussionen ein und können dann im Prinzip sagen, okay, wenn die Medien das nicht richtig hinbekommen, dann machen wir das besser. Ja, haben wir jetzt nicht gemacht. Es gab jetzt aber zum Beispiel die Scientists for Future haben teilweise zu genau solchen Sendungen, wo keine WissenschaftlerInnen dabei waren, zum Beispiel Live-Faktenchecks auf Twitter noch parallel dazu gemacht. Das erreicht aber natürlich immer nur einen Bruchteil der Öffentlichkeit, den die Debatte selber erreicht. Deswegen ist es, glaube ich, schon die Aufgabe dann auch der Redaktionen, die diesen Raum haben, die die Reichweite haben, da dafür zu sorgen, entweder dadurch, dass die eigenen Redaktionen noch mehr im Thema drin sind und sagen können, man ordnet Dinge faktisch auch ein, oder man holt sich eben die Experten dazu, die genau nochmal so ein, das während der Sendung einordnen können. Ich glaube, das muss da auch Aufgabe dieser Redaktion sein, die die Reichweite haben, die auch ja öffentlich finanziert werden, also zumindest die öffentlich-rechtlichen, da dafür zu sorgen, dass man einen wissenschaftlichen und faktenbasierten Diskurs schafft. Wenn ich so mit Profipolitikern spreche, da sind ja manche zum Teil wirklich gestandene, erfahrene Leute, die richtiges Lampenfieber haben. Und du gehst in deinen jungen Jahren in nationale Fernsehsendungen rein und Rezo würde sagen, du rasierst da. Hast du gar kein Lampenfieber? Also es ist natürlich schon aufregend. Eine Live-Sendung, ich glaube, das ist für jeden jede aufregend. Wie gehst du damit um? Einfach runterschlucken rein und dann legt sich das? Oder hast du da irgendwie so Tricks, irgendwie denkst dich auf eine einsame Insel oder irgendwie sowas? Nee, also keine besonderen Tricks. Ich glaube, gute Vorbereitung ist irgendwie das A und O und das auch irgendwie mit unterstützenden Personen, dass man irgendwie weiß, hey, wir haben da irgendwie, man ist gut vorbereitet und kann sich dann darauf irgendwie berufen und weiß, stimmt. Wie erlebst du allgemein den Wahlkampf? Hast du das Gefühl, dass euer Thema entsprechend gewürdigt wird oder auch den Raum einnimmt, den es einnehmen sollte, zumindest ansatzweise? Was wir im Wahlkampf vermehrt erleben, ist, dass alle Parteien sprechen über Klima. Alle reden von Klimaschutz und plakatieren auch Klimaschutz, während sie gleichzeitig eine Politik machen und gemacht haben in den vergangenen Jahren, die nicht nur Klimaschutz blockiert, sondern uns aktiv immer weiter in die Klimakrise reintreibt. Von neuen Autobahnen, die gebaut werden, Wäldern, die gerodet werden, über das Kohlekraftwerk Datteln 4, was angeschaltet wurde, Nord Stream 2 als Pipeline, die Milliardengeschenke irgendwie an die USA für die neuen LNG-Terminals. Das alles sind politische Maßnahmen, die uns weiter in die Klimakrise führen, dadurch, dass eben fossile Energieträger ja weiter gefördert werden, obwohl klar ist, wir müssen so schnell wie möglich weg davon. Was ist, was im Wahlkampf überhaupt gar nicht aufkommt, weil plötzlich alle über Klimaschutz sprechen. Und das ist eine sehr absurde Situation, der wir natürlich irgendwie versuchen entgegenzuwirken, dadurch, dass man genau darüber aufklärt und sagt, hey, ihr habt diese letzten 16 Jahre irgendwie keinen Klimaschutz gemacht. Wenn ihr es wirklich ernst meint, dann zeigt uns euren Plan. Keine der Parteien hat gerade aktuell diesen Plan, der irgendwie die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze sichert. Deswegen braucht es auch den Protest und deswegen ist auch klar, dass es auch nach der Wahl den Protest weiterhin geben wird. Ohne den Druck von der Straße werden wir es nicht schaffen, ansatzweise auch nur in Richtung einer klimagerechten Zukunft zu kommen. Nochmal zurück zu NGOs und ihrem Einfluss auf das politische Geschehen allgemein. Wie geht es denn für euch? Also viele haben mir erzählt, dass, wenn die Wahl vorbei ist, eigentlich eine besonders wichtige Arbeit anfängt, und zwar die Koalitionsgespräche zum Beispiel zu begleiten. Habt ihr da auch Pläne in der Schublade, wo ihr sagt, okay, da unser Format ist nicht mehr nur der Klimastreik auf der Straße, sondern wir versuchen tatsächlich dann auch weiter richtig denen auf die Finger zu gucken, wenn es zum Koalitionsschluss, zum Koalitionsvertrag kommt und so weiter. Also wie sieht so die Zukunft von Fridays for Future nach der Bundestagswahl in Deutschland aus? Wir sind eine Protestbewegung, eine Graswurzelbewegung, die von irgendwie den breiten Massen getragen wird. Und werden jetzt nicht plötzlich irgendwie eine Struktur aufbauen, wo einzelne Leute in Lobbygespräche gehen. Das ist nicht unsere Rolle. Wir werden weiter den Druck durch die Massen eben von der Straße ausüben. Aber natürlich sind wir nicht von, wenn aktuelle Entscheidungen oder Debatten anstehen, davon werden wir uns nicht freimachen. So, das betrifft uns natürlich auch. Und wenn jetzt gerade in den Koalitionsverhandlungen meinetwegen über den Kohleausstieg verhandelt wird und nochmal gesagt wird, wird der nach vorne gezogen, dann werden wir da sicherlich auch präsent sein. Es gibt ja auch eine, oder es wird ja unterstellt, so eine gewisse politische Nähe der Bewegung von außen. Also, dass zum Beispiel Jakob Blase für die Grünen antritt, Luisa Neubauer als Mitglied tritt aber nicht an. Du bist, glaube ich, nicht politisch irgendwie
aktiv. Wie geht man als so eine Bewegung eigentlich mit einer politischen Vereinnahmung von außen um? Weil das ist ja, glaube ich, das war bei den Antirassismus-Demos in Berlin ja auch ein Thema. Da gab es dann so ganz viele Banner. Einige wurden dann aus dem Zug geschmissen, die anderen, die durften dann mitlaufen. Gibt es da solche Versuche, die Bewegung für sich ein bisschen zu vereinnahmen? Und wenn ja, wie geht man damit um? Also, dass es teilweise eine größere Nähe zu einzelnen Parteien als anderen gibt, ist, glaube ich, erstmal nicht problematisch, weil also es ergibt sich logischerweise daraus, dass die Parteien natürlich verschiedene Positionen dazu haben und dass die dadurch auch eine Partei vielleicht näher an unseren Zielen ist als andere. Man sieht, dass obwohl alle Parteien das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, keine Partei einen ernsthaften Plan für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze hat. Und das macht schon mal offensichtlich klar, dass wir uns nicht hinter eine Partei irgendwie stellen können oder das stellen werden. Dass wir haben Mitglieder, wir haben AktivistInnen bei Fridays for Future, die Mitglieder in allen demokratischen Parteien sind, also angefangen bei der Jungen Union bis hin eben zur Linksjugend, der Grünen Jugend, die Jusos. Also da ist sozusagen große Spannbreite. Wir sorgen dafür, dass auf unseren Protesten beispielsweise keine Parteifahnen irgendwie sichtbar sind. Der Parteimitglied kann natürlich kommen, jeder ist herzlich eingeladen, sich am Streik zu beteiligen, aber nicht eben primär mit seiner Partei, sondern eben als Person, die das Anliegen unterstützt. Und ich glaube, das ist auch, also das kann man genau durch sowas irgendwie sehr gut auch herstellen, dass klar ist, wir sind nicht primär irgendwie für bestimmte Parteien, sondern für ein Thema, für das sich jeder erstmal unabhängig von Parteipolitik engagieren kann. Du selber studierst ja jetzt auch in Berlin, nicht was mit Medien, obwohl du da natürlich super fit bist, aber warum interessiert dich politische Betätigung und überhaupt dieser öffentliche Sektor auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite willst du beruflich wahrscheinlich dann was anderes machen? Mich interessiert nicht Politik interessiert mich persönlich, weil es einfach so viele Aspekte unseres Lebens betrifft und wir leben nun mal in einem System, in dem es vor allem sehr, sehr viele systematische Ungerechtigkeiten gibt, die konstant vom System auch reproduziert werden und wo der Status quo dazu führt, dass an den europäischen Außengrenzen Menschen regelmäßig sterben, dass eben wir immer weiter auf die Klimakatastrophe zurasen, die unsere Lebensgrundlagen zerstört, dass institutioneller Rassismus weiterhin ein vorherrschendes System ist. Und das sind Dinge, die wir nur durch politische und gesellschaftliche Veränderungen aufbrechen können. Diese Gerechtigkeit, die werden wir nicht dadurch, dass wir jetzt alle irgendwie Bambuszahnbürsten verwenden, werden wir nicht die Klimakrise eindämmen, sondern es braucht die politische und gesellschaftliche Veränderung, die wir durch Protest unter anderem erreichen werden. Und davon bin ich sehr fest überzeugt und deswegen mache ich das auch sehr viel. Sehe mich aber persönlich einfach nicht in einer Partei oder parteipolitischen Organisation. Also du studierst ja, wenn ich das verstanden habe, so ökologisches Ressourcenmanagement. Du hast einen sehr schönen englischen Titel gesagt. Wie heißt Integrated das genau? Natural Resource Management. Was machst du damit? Das muss ich jetzt ja noch nicht entscheiden. Nee, okay. Nochmal zurück zu dem Zusammenhang im Politischen. Du hast ja gerade große Bereiche aufgezählt, die jeder für sich eigentlich ein ganz großer Rucksack ist, den man irgendwie aufschnüren muss. Glaubst du, dass es schwieriger wird, politische Ziele durchzusetzen, wenn ihr so umfassend politische Stellung bezieht und euch nicht auf den Klimaschutz beschränkt? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir politische Probleme ja im politischen System erstmal irgendwie uns angucken müssen und betrachten müssen, wo kommt das her und was betrifft es. Und die Klimakrise existiert jetzt ja nicht in einem politischen leeren Raum. Sie ist entstanden unter anderem durch koloniale Ausbeutung von Staaten des globalen Nordens, eben in den damals kolonisierten Staaten, und betrifft gleichzeitig jetzt diese Staaten am allermeisten, denn es sind nun mal die Länder im globalen Süden, die am allermeisten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind, wo schon heute die Folgen so drastisch sind, dass Lebensgrundlagen existenziell zerstört werden und das nicht nur einmal, sondern immer häufiger auftretenden Extremwetterereignissen, Dürren, Überflutungen, Überschwemmungen, Waldbränden. Und da sieht man daran, dass eben die Klimakrise existiert nicht in diesem Vakuum. Es geht nicht mehr nur um die Frage von Emissionseinsparungen, sondern um die Frage, wie gestalten wir die, wen betreffen sie eigentlich, wenn wir jetzt politische Maßnahmen in Deutschland einführen, zum Beispiel für den Klimaschutz, haben die natürlich auch immer Auswirkungen auf bestimmte Lebensbereiche von Personen. Wenn wir jetzt pauschal, was uns häufig unterstellt wird, alle Autos verbieten würden, dann ist das vielleicht irgendwie für die Person in der Stadt wohlhabend gar nicht so ein Problem, weil irgendwie sie kann im Zweifelsfall Carsharing und ein Taxi und öffentlichen Nahverkehr benutzen. Die Person auf dem Land mit einem geringeren Einkommen funktioniert das vielleicht nicht.
So, jetzt wollen wir per se auch nicht alle Autos verbieten, aber da muss man natürlich immer gucken, wie sind auch die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen für die Eindämmung der Klimakrise, welche Folgen haben die, wie können wir dafür sorgen, dass sie sozial gerecht sind, dass sie nicht die bestehenden Ungerechtigkeiten, die wir haben, irgendwie reproduzieren, sondern genau dem auch etwas entgegenstellen, dass sie nicht sexistische oder rassistische Vorurteile oder Diskriminierungen, die wir haben, wieder reproduzieren. Und das erleben wir halt häufig auch bei Politik, dass genau das passiert. Weil häufig es irgendwie Frauen, ärmere Personen, nicht weiße Personen sind, die auch nicht in Entscheidungsprozessen beteiligt sind. Und ich glaube, davon, also wir müssen uns freimachen von diesem Anspruch an Bewegungen, dass sie monothematisch sein sollen, wenn unsere Gesellschaft einfach nicht monothematisch ist. Dadurch, dass der Handlungsbedarf nicht unrealistischer, weil bevor wir, glaube ich, den Kolonialismus aufgearbeitet, den Sexismus besiegt und globale Ketten umgestellt haben, da ist es wahrscheinlich schon 3 Grad wärmer, oder? Es gibt ja, also ich sage auch nicht, dass es Aufgabe von der Klimagerechtigkeitsbewegung ist, all diese Probleme durch ihr Handeln zu lösen. Das ist ein utopischer Anspruch. Nichtsdestotrotz heißt es aber, dass wenn wir über die Arbeit, die wir machen, nachdenken, natürlich das mitdenken müssen und sagen müssen, wir wollen eben nicht diese Ungerechtigkeiten reproduzieren. Ich fordere als Klimaaktivistin erstmal primär Klimaschutzmaßnahmen, wo ich aber sage, okay, wie die ausgestaltet sein müssen, muss halt genau das in Betracht ziehen und darf eben genau nicht das reproduzieren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel, klassisches Beispiel ist irgendwie E-Mobilität, wo jetzt gesagt wird, okay, dann sollen wir doch alle Autos durch E-Autos ersetzen, dass das eine totale Fortsetzung von kolonialer Ausbeutung im Zweifelsfall ist, weil dafür Menschen im globalen Süden ausgebeutet werden, für die Rohstoffe, für die Batterien. Dann muss man eben sagen, hey, das kann keine Lösung für die Klimakrise sein, dass wir eben diesen Zustand irgendwie fortschreiben und da weiterhin Menschen ausbeuten, wenn wir tatsächlich eine gerechte, lebenswerte Gesellschaft für alle wollen, heißt das nicht irgendwie einfach nur Antriebswende in Deutschland. Und da ist es schon Aufgabe als unserer Bewegung, genau das mitzudenken in den Forderungen, die man hat. Was sind denn, abgesehen von der Bundestagswahl, nächste Termine, die politisch bedeutsam sind, um eben eine stärkere Kontrolle oder eine stärkere Reduktion von CO2 wirklich verbindlich festzuschreiben, international? Und wie bereitet ihr euch auf diese Termine vor? In Deutschland sind es natürlich die Koalitionsverhandlungen, wo der Koalitionsvertrag dann die Grundlage für die Politik der nächsten Jahre legt. Und dann aber auch relativ zeitgleich, wie wahrscheinlich die Koalitionsverhandlung findet, die COP, also die Weltklimakonferenz in Glasgow statt, wo alle Staaten jetzt 5 Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens, beziehungsweise 6, weil aufgrund der Corona-Pandemie die Klimakonferenz letztes Jahr ausgefallen ist, ihre verschärften Klimaziele vorlegen sollen. Stand jetzt hat nicht mal die Hälfte der Staaten aktualisierte Klimaziele, die in Richtung des 1,5-Grad-Ziels gehen. Da ist noch Nachholbedarf bei allen, also gerade den Industriestaaten. Und das ist natürlich einer der Hauptentscheidungspunkte. Da geht es genau darum, wie sehr verpflichten sich die Industriestaaten tatsächlich zu bindenden und ausreichenden Klimazielen. Da werden Fridays for Future nochmal richtig laut. Gibt es denn zum Abschluss noch Entwicklungen oder etwas, was dir Hoffnung macht? Mir macht Hoffnung vor allen Dingen die gesellschaftliche Entwicklung, die wir sehen, dass unglaublich vielen Menschen die Relevanz der Klimakrise, also ja genau, die Klimakrise für sie eine Relevanz hat und sie auch merken, dass es nicht nur darum geht, eine Bambuszahnbürste zu benutzen, sondern um politische Veränderungen, dass sie mit Fridays for Future auf die Straße kommen. Und die Masse an Aktivistinnen und Aktivisten, die teilweise seit Jahren aktiv sind und sich in der Klimagerechtigkeitsbewegung einbringen und für genau diese Veränderung kämpfen, dass auch in Ländern, in denen es teilweise sehr viel schwieriger ist als in Deutschland, wo es sehr viel mehr Repressionen auch von Seite des Staates ausgibt, wo politische Verfolgung für Menschen, die sich für Klimaschutz einsetzen, an der Tagesordnung ist. Also 2020 wurden über 200 Aktivistinnen ermordet aufgrund ihres Engagements für Klima- und Umweltschutz. Und dass trotzdem diese Bewegung wächst und nicht an diesen Widerständen, die ihnen aber irgendwie entgegengestellt wird, scheitert, sondern genau sagt irgendwie, jetzt erst recht und wir kämpfen weiterhin dafür. Das ist das, was mir Hoffnung gibt. Das sind weniger die politischen Veränderungen, da ist noch nicht so viel anders zur Hoffnung, aber diese Protestbewegung, die immer größer wird und die auch gesellschaftlichen Rückhalt hat. Dann bin ich mal optimistisch mit dir. Ich muss auch zur Ehrenrettung der Bambuszahnbürste sagen, dass ich mal eine hatte. Ich finde sie nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern ich finde sie auch ganz stylisch eigentlich. herzlichen Dank, Carla, dass du dir Zeit genommen hast. Herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Wahlcamp. Ja, danke für die Einladung.